Wie läuft denn eigentlich so eine Hochzeit auf Schloss Ehrenfels ab? Weil ich denke, das ist das, was die Zuschauer am meisten interessiert. Also wenn Sie sich natürlich für Schloss Ehrenfels interessieren, wir haben da nämlich eine sehr umfangreiche Homepage mit viel Bildmaterial, auch mit dem Login-Bereich, wo man sich die aktuellen Menüs und Preise natürlich auch anschauen kann. Und dann laden wir Sie natürlich sehr gerne zu einem Besichtigungstermin ein. Gerne machen wir natürlich einen Besichtigungstermin auch an einem Samstagvormittag oder an einem Freitagvormittag, wenn dann auch am gleichen Tag eine Veranstaltung ist, so wie heute, wenn es einfach wunderschön dekoriert ist und man sich natürlich ein ganz anderes Bild machen kann. Und nach der Besichtigung können Sie sich einen Termin in Option legen lassen. Das macht bei uns im Haus die Frau Geiselhardt. Mhm. Wir sind dann quasi Ansprechpartner für Optionen. Und wenn Sie uns dann Ihr Vertrauen schenken, geht das Prozedere dann los mit Anzahlungsrechnung, Reservierungsbestätigung. Und im Zeitfenster November bis März machen wir dann im Biohotel Rose in Ehestetten oben in unserem Haupthaus, wo auch mein Bruder Simon für Sie dann kocht oder für die Brautpaar dann kocht, dann ein Probeessen, wo wir dann quasi in die Tiefe und in die Details gehen. Sprich Menü, Getränke, Weinauswahl, Zeitablauf. Da werden die ganzen Sachen dann zusammen erarbeitet. Und auf der Basis von diesem Probeessen bekommt dann das Brautpaar ein Detailangebot und dann können die Brautpaare entspannt sich zurücklehnen, sich um die anderen Sachen der Hochzeit kümmern und so 14 Tage vor der Hochzeit gehen wir dann wieder in die Planung ein, wo es dann um Bestuhlungspläne, Personenanzahl, wie viele Menüs, vegetarisch, vegan, glutenfrei etc.